Heute schmeißen wir die metabolische Küche an. Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen, immer das Geschirr aus dem einen Regal auf den Frühstückstisch und zurückräumen. Oder ich bin Architekt. Aber da macht man eigentlich auch nicht groß was anderes als das. Also wir sind von der Ausbildung her im Raumlabor Architekten, beschäftigen uns aber eigentlich grundsätzlich mit Stadt und mit der Veränderung von Stadt. Häuser, ja. Ja, naja, so wie hier halt. So Häuser, die nicht so lange halten müssen meistens. Das ist zumindest unser Spezialgebiet. Häuser für spezielle Anlässe, Häuser, die irgendwann wieder wegkommen dürfen, Häuser zum Aufessen. Also ich bin auf jeden Fall so eine Art Transportkörperchen, was zwischen den einzelnen Verarbeitungszellen die Elemente hin und her transportiert. Ja, und ich stehe heute am Wolf. Hast du dich da drauf? Ja, total. Vor allen Dingen auf den zweiten Tag, wenn wir Fertigpizza durch den Wolf durchmachen und dann Würstchen daraus machen. Und heute steht auf dem Speiseplan Ochs am Spieß. Wir stehen jetzt hier oben. Genau. Und das müsste dann irgendwie hier runter gebracht werden. Ja, dafür haben wir diese Rutsche hier gebaut. Super Suppe. Ich tue die anderen hier hin. Das wird jetzt der Friertest. Wir werden die morgen gefroren servieren. Wieso? Aber vorher wird sie mit einer Säge zerteilt. Das ist ein Teil von diesem Stoffwechselprozess. Und wir kochen ja heute, wenn der Ochse verspeist ist, aus den Knochen, genau die Suppe, die wir dann als Grundlage für den nächsten Tag nehmen. Also ich meine, ich kenne die Leute schon ganz lange, also aus den 90ern noch. Lüchi und Kuhle und so. Das sind zwei ehemals besetzte Häuser, Hausprojekte, die, wo das Raumlabor ja unter anderem auch mal begonnen hat. And it's crooked. How does that look? Es geht ja um Stoffwechselprozesse. Das, was eigentlich permanent auf der Welt passiert, dass das alles eigentlich mit allem interagiert. Meat Taxi. This is Taxi. Next time. Meat Delivery. Verbindung steht ganz oben auf dem, was ich sonst so tue im normalen Leben. Also Ideen mit Orten verbinden oder Orte mit neuen Potenzialen verbinden. Als performativer Architekt. Das sind keine Duschvorhänge, das sind Schweißvorhänge. Die sind feuersicher. Das ist nur, damit nichts passiert. Hygiene. Damit keiner... Benni, ich hab dich noch nie so gestresst gesehen. Scheiß Fabrik. Drin sind die Brötchen. Ich bin der mit dem Rollwagen, der die Sachen von einem Ort zum anderen bringt. Ich bin sozusagen der Dispatcher oder darstellender Architekt. Das ist eine Regel. Also es ist einfach eine Regel, die wir uns auferlegt haben, dass alles, was wir hier in dieser Küche produzieren, im Glas serviert wird. Damit es auch nachher, natürlich, es geht im Moment weg, die warme Semmel, aber was, wenn die warmen Semmel nicht weggehen? Dann sind die nämlich in dem Glas über einige Zeit haltbar. Wir können heute Abend im Anschluss, was noch übrig ist, einkochen. Wir können einen gekochten Burger produzieren, der dann auch noch im nächsten halben Jahr verspeisbar ist.
Ich weiß, warum ich nie an der Produktionsstraße von Mercedes-Benz gearbeitet habe. Das stresst mich so mental. Ich kriege innere Angstzustände, wenn ich Menschen sehe, die warten, wenn irgendwas alle ist und die Funktionsabläufe nicht funktionieren. Das macht mich total kirre. Ich weiß, warum ich Architekt bin, eigentlich am Computer arbeite, meine eigenen Zeitabläufe da generieren kann, warum ich nachts meine E-Mails schreibe und tagsüber in der Sonne liege. Überraschend lecker. Erfreulich lecker. Ja, okay. Das war ja unser Anspruch. Ne? Wir machen was man irgendwie so ein bisschen merkwürdig findet, ja. Aber nachher ist trotzdem gut. Ja,